Ja, guten Tag, Freunde der Werkstatt. Ich möchte zwei von diesen Buck-Konverter parallel schalten. Ich habe nun sehr lange auf YouTube geschaut, ob das jemand schon mal gemacht hat. Es gab schon viele Versuche, aber irgendwie keinen richtigen Test, dass man sieht, was auch wirklich passiert. Ich werde heute versuchen, die parallel zu schalten, ohne dass die sich gegenseitig beeinträchtigen. Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, aber probieren wir mal. Als erstes stellen wir die Buck-Konverter mal ein. Das ist der Eingang. Hier haben wir einen Schalter, Constant Current, wo wir den Strom einstellen können, und Constant Voltage, da können wir die Spannung einstellen. Jetzt stellen wir zuerst beiden mal die gleiche Spannung ein. Ich gebe Stromquelle mal 24 Volt, 25 Volt. Jetzt stellen wir dem die Spannung mal ein. Ich möchte 12,8 Volt. Den Strom drehe ich mal ein bisschen hoch. Ich stelle den auch exakt auf 12,8 Volt. Auch hier drehe ich den Strom ein bisschen hoch. Gut, Spannung ist bei beiden identisch eingestellt. Jetzt kalibrieren wir mal das Messgerät. Ich habe mir das nun schnell aufgeschrieben. Eingangsspannung 24,99. Ausgangsspannung 12,79. Ohne Last mit diesem Messgerät angeschlossen. Jetzt kommt die Glühbirne rein, mal 35 Watt. Jetzt schreibe ich mir die Werte hier auch wieder auf. Mit Last 35 Watt habe ich hier 12,7 Volt. 2,89 Ampere. Ich schließe die Eingänge parallel da hinten. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ich habe es so gemacht, damit ich immer alles ein- und ausstecken kann. Dann geht das ein bisschen einfacher. Also, diese beiden Eingänge sind jetzt parallel geschaltet. Plus auf Plus, Minus auf Minus. Jetzt schließe ich das zweite Messgerät an. So, ich habe mal alles eingestellt. Wir kommen hier mit 24,8 Volt. Da hinten ist alles parallel angeschlossen. Eingang von den zwei Buck-Konverter. Dann geht es weiter auf dieses Messgerät und auf dieses. Ausgangsseitig im Plus je eine Diode verbaut. Die sind nach der Diode geht es auf ein Draht weiter. In dieses Powermeter, das Minus auch, geht da durch. Und dieses Kabel geht dann weiter da hinten zu meiner Lampe, zu meiner 35 Watt Lampe. Jetzt habe ich da schon mal den Strom so eingestellt, dass die sich ungefähr den Strom teilen. Ich gehe da mal ein bisschen näher. Jetzt haben wir irgendwo, das wackelt da zwischen 1,3 Ampere und 1,5 Ampere. Hier habe ich 1,4 Ampere, 1,42, das geht auch ein bisschen rauf und runter. Die Gesamtleistung, alles was nachher kommt, haben wir hier 3 Ampere, 12,68 Volt. Wackelt auch ein bisschen hier der Ausgang.
Und von hier geht es auf meine Lampe. Jetzt könnte man meinen, ja, das funktioniert. Die teilen sich da die Last. Aber ich habe jetzt mal mit meinem Zangenampermeter alle Leitungen gemessen und mir das notiert. Also ich habe jede diese Leitung. Seht ihr da, wie der wackelt? Da haben wir irgendwo 0,4 Ampere. Da haben wir minus 1, wackelt hin und her. Irgendwo 1,5, 1,2. Ich habe all diese Leitungen. Gemessen. Und zwar immer in der gleichen Richtung und habe mir das mal aufgeschrieben. Jetzt nimmt es mich wunder, was ihr dazu meint. Ihr könnt gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich erkläre schnell. Hier hinten ist natürlich parallel geschaltet, da kommt die Eingangsquelle irgendwo. Rot ist Plus, schwarz ist Minus. Das ist der Buck-Konverter, das ist das Voltmeter und dann geht es hier auf das Totalmeter, auch wieder ein Voltmeter und dann auf die Last. Und das gleiche natürlich für den zweiten Buck-Konverter. Und ich habe jetzt mir mal die Stromstärke aufgeschrieben. Minus 1,2 Ampere, 0,4. Minus 0,5, plus 1,2. Und das habe ich jetzt bei all diesen Leitungen aufgeschrieben. Ihr seht hier hinten, das Plus geht durch die Diode und nach der Diode geht es zusammen. Jetzt fällt euch etwas auf. Ich müsste eigentlich hier, wenn ich da 1,2 Ampere habe, müsste ich auch hier oben 1,2 Ampere haben. Aber das habe ich hier. Hier habe ich plus 1,2, hier habe ich minus 1,2. Hier habe ich minus 0,5 und hier habe ich plus 0,4 oder 0,5. Das wackelt ein bisschen, ist noch schwierig zum Messen. Hier stimmt es wieder. Hier auch. Hier nicht. Hier auch nicht. Jetzt vermute ich, wir haben ein Problem mit dem Minus im Buck-Konverter. Jetzt wird wahrscheinlich, so wie der Buck-Konverter die Stromstärke misst. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Also es sieht so aus, dass das Plus so durchläuft und Minus eigentlich auf den unteren zurückläuft. Seht ihr das? Plus, minus 0,5 und dann geht es aufs minus 0,5. Jetzt wird der wahrscheinlich, der Buck-Konverter, die Strommessung, die er macht. Ja, das funktioniert nicht. Ich darf nicht hier. Ja, nein, das funktioniert nicht. Schreibt mir in die Kommentare, das war jetzt, habe ich viel rumgetestet und auch wenn andere es behaupten, ich habe jetzt hier den Test gemacht, mit diesem Buck-Konverter funktioniert es nicht. Schnell ein kleiner Nachtrag, den ich noch einfügen will. Es ist die Minusleitung, die ein Problem macht, wenn die hinten parallel geschaltet ist. Ich nehme mal schnell das Plus von diesem hier weg.
Es ändert sich gar nichts. Ich nehme das Minus von diesem hier weg, von diesem Buck-Konverter. Jetzt schaut mal. Der zeigt mir 0 an hier, 0 Ampere. Hier zeigt mir das Total 3 an. Also das bedeutet, dass der jetzt eigentlich da über diese Leitung geht und das Minus von über den zurückläuft. Also das Plus kommt von dem, das Minus kommt von dem. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.